Heute in dem Video stelle ich dir Gomukh Asana vor. Die Yoga-Übung gehört zu meinen absoluten Lieblingsübungen, die ich dir ans Herz legen möchte. Das Besondere daran ist, du wirst die Hüften, aber auch die Schultern gleichzeitig öffnen. Es ist ein guter, bewusster Ausgleich zum Alltag. Es lohnt sich auch für dich, mit einem Gurt bzw. mit einem Gürtel zu üben. Ja, und wenn dir diese Art der Videos gefällt, abonniere doch den Kanal und so wirst du automatisch über weitere Videos informiert. Schön, dass du dabei bist. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Stell die Füße auf vor deinem Gesäß. Knie berühren sich, Füße berühren sich. Öffne die Augen. Heb mal den Kopf an. Bring die rechte Hand hinterm Kopf zum linken Schulterblatt. Die linke Hand ins rechte Schulterblatt, Ellenbogen eng zueinander, langsam Kopf ablegen. Nimm die Weite wahr, den Körperseiten. Dann bring die Knie auseinander für Supta Baddha Konasana. Schließ die Augen, beginn tiefer in die Flanken zu atmen und erlaube es dir, in die Körperrückseite hinein zu entspannen. Tiefes Ein- und ein langes, tiefes Ausatmen. Ich freue mich, dass du heute mit mir die Sequenz übst. Es ist eine sehr gute Übungspraxis, um runterzukommen, abzuschalten, bewusst mit dem Körper in Kontakt zu gehen. Über einen ganz ruhigen, gleichmäßigen Atem, ohne Stress, ohne Eile. Dann atmest du aus, öffne die Augen, löse achtsam die Hände. Mit den Händen klapp die Knie zueinander, streck bitte beide Beine aus. Du hast jetzt gut schon die Schultern geöffnet, jetzt geht es weiter zu den Hüften. Ziehe beide Knie zu dir heran, schau gern zu mir. Gomukh Asana im Liegen. Schlag dein rechtes Knie über das linke. Füße gehen weit auseinander. Schau mal, wie weit kannst du jetzt die Füße auseinander ziehen. Heb den Oberkörper an, bring die Hände an die Schienbeine oder an die Fersen, wenn du gut gedehnt bist, zu den Fußaußenseiten. Zieh die Füße auseinander, also aus der Mitte nach links und nach rechts. Und dann leg deinen Kopf wieder ab. Die Schultern gehen entspannt Richtung Boden. Atme in die Dehnung hinein. Die Schienbeine gehen parallel zum Boden, also lass die Beine nicht hängen. Das geht die Dehnung verloren. Bring die Schienbeine parallel zum Boden, aber zieh die Füße auseinander. Ein ruhiger, gleichmäßiger Atemrhythmus. Und das, was du jetzt im Liegen machst, machst du später noch im Sitzen. Einatmen. Ausatmen, auflösen, aufstellen, ausstrecken. Bring mal Bewegung in die Beine zurück. Kannst du es heute alles ganz spielerisch üben. Zieh die Knie wieder heran, andere Seite. Schlag dein linkes Knie übers rechte. Knie ziehst du zueinander, aber auch an dich heran. Und dann gehen die Hände, je nachdem, wo du hinkommst, zum Schienbein, zu den Fersen oder zu den Fußaußenseiten. Schließ die Augen und lass die Dehnung zu. Du bist jetzt gut angekommen in deiner Gesäßmuskulatur. Nimm eine unnötige Spannung aus der Übungspraxis heraus. Diese Übungen heute eignen sich auch sehr gut, den unteren Rücken zu entlasten. Und Verspannung im Schulterbereich aufzulösen. Atme ein, öffne die Augen, löse wieder auf, aufstellen,
ausstrecken, bring Bewegung zurück in die Beine. Jetzt zieh die Knie zu dir heran, Hände zwischen die Kniekehlen, komm schaukelnd hoch zum Sitzen. Und jetzt setzt du dich am besten auf eine Decke, leicht erhöht. Nimm den Gurt in die linke Hand, beug den linken Arm und mit deiner rechten Hand gehst du am Gurt entlang nach unten. Jetzt achte darauf, dass beide Schultern nach hinten unten gehen, also weg von den Ohren. Halte das. Deine rechte Hand zieht Richtung Boden und mit deinem linken Arm zieh mehr Richtung Decke, sodass du die linke Körperseite öffnest. Spür die Dehnung. Atme. Lass mal die Augen schließen, heb den Blick an, öffne die Augen und dann komm nach oben, wechsel. Rechten Arm beugen, linke Hand zieht Richtung Boden und dann zieh an deiner rechten Hand mehr am Gurt nach oben, um die ganze Körperseite rechts zu dehnen, zu öffnen. Schenk dir ein tiefes Durchatmen, ganz entspannt. Das sind herrliche Schulteröffnungen, die du jetzt praktizierst. Einatmen, komm wieder zurück. Und mach das noch einmal. Beug links. Zieh beide Schultern nach hinten. Linker Arm mehr Richtung Decke ziehen. Lächeln nicht vergessen. Einatmen nach oben. Ausatmen. Rechts beugen. Verlängere dich nach oben. Einatmen, zurück. Jetzt nimmst du den Gurt, schulterbreit. Zieh den Gurt auseinander und damit integrierst du die Schultern. Zieh die Schultern nach hinten, unten, bleib aufgerichtet. Arme zur Decke, einatmen. Und wieder zurück, ausatmen. Einatmen nach oben. Aus, zurück, ein letztes Mal, einatmen. Bleib aufgerichtet, zieh dich lang, man beugt dich mal nach rechts. Aus den Schultern streck die Arme. Einatmen zur Mitte, ausatmen, kipp nach links. Zurück zur Mitte, auflösen. Du kannst einfach mal die Schultern kreisen. Die Schulter nach oben, hinten, unten, nach vorn. Dann mal in die Gegenrichtung. Und für die nächste Übung drehe ich mich mal rum, dann kannst du das besser sehen. Bring den Gurt in die linke Hand. Mit deiner rechten Hand ziehst du den linken Ellenbogen in die Mitte. Streck deinen rechten Arm zur Seite aus. Jetzt achte mal auf die Rotation in deiner rechten Schulter. Das ist jetzt wichtig, Innenrotation. Du drehst den Daumen nach unten, hinten leicht nach oben, beug den rechten Arm und komm auch mit deiner rechten Hand an den Gurt. Und je nachdem, wie weit deine Schultern geöffnet sind, kannst du mit den Händen zueinander wandern. Wenn du Glück hast, berühren sich die Finger, dann bräuchtest du den Gurt nicht. Dann kannst du auch später für Gomukhasana ohne Gurt üben. Wenn du hier schon den Gurt benötigst, brauchst du den später auch. Bleib aufgerichtet, aber zieh beide Schultern nach hinten unten. Tiefe Atemzüge. Erlaube es dir, in die Schultern hinein zu entspannen. Und dann löse langsam auf, lass dir Zeit. Nimm den Gurt in die rechte Hand zwischen die Schulterblätter. Zieh mit deiner linken Hand den rechten Ellenbogen mehr in die Mitte. Halte das, linken Arm zur Seite strecken, den Daumen nach unten, hinten, links beugen. Und dann wandern die Hände näher zueinander, je nachdem, entweder am Gurt oder die Finger berühren sich. Dein linker Ellenbogen zieht Richtung Boden, dein rechter
Ellbogen Richtung Decke, werde lang, richte dich auf. Ruhige, entspannte Atemzüge. Dann ausatmen, wieder auflösen. Ich drehe mich zurück zu dir. Also immer wenn du in Gurmukhasana mit den Armen gehst, empfehle ich dir, mit dem Gurt zu üben. Oder du könntest auch das T-Shirt greifen und am T-Shirt ziehen. Also es gibt viele Möglichkeiten im Yoga. Jetzt gibt es noch eine schöne Entlastung für die Schultern, Gegenbewegung. Beug die Arme, Adlerarme, rechten Ellenbogen über den linken, Handflächen zueinander. Zieh die Ellenbogen Richtung Bauchnabel, verbeug dich. Einatmen, wieder nach oben. Wechsel, wieder öffnen. Links über rechts, Handflächen zusammen, Vorbeuge. Und dann atmest du ein, richte dich wieder auf. Jetzt bist du bestens vorbereitet für die Hauptasana, Gurmukhasana. Übersetzt das Kuhgesicht. Üb gern mit einer Decke oder auch mit einem Block. Falls du keinen Block hast, ich empfehle dir, mit einem Block zu üben. Das macht das Yoga-Leben leichter. Du bist im Vierfüßlerstand angekommen. Bring die Knie zusammen und hol dir dein rechtes Knie vor das linke. Du ziehst die Füße weit auseinander und komm direkt auf den Spann. Ich zeige dir dann gleich eine einfache Variante, falls dir das zu anspruchsvoll ist. Also auf jeden Fall quäl dich hier nicht. Es wird intensiv. Du wanderst mit deinen Händen leicht nach hinten. Die Oberschenkel drehen bewusst nach innen, um hier eine Kurve zu schaffen im unteren Rücken. Und dann lass dich langsam sinken zwischen den Fersen. Wenn du merkst, das geht nicht, du quälst dich ab, leg dir einen Block unters Gesäß oder arbeite gern mit einer Decke. Falls dir das auch nicht gelingt, könntest du einfach das linke Bein ausstrecken. Das ist die einfachste Variante. Meine Hüften sind gut geöffnet, mir fällt es leicht. Setz dich einfach so zwischen die Fersen, gern mit Decke oder mit Block. Mit deinen Händen kannst du die Füße massieren. Geh mit deinen Handballen Richtung Fußgewölbe und drück Spann Richtung Boden. Richte dich auf, atme, spür die Dehnung und lass das Körpergewicht schwer über die Hüfte, über die Sitzbeinknochen in den Boden sinken. Die Reise geht weiter. Öffne die Augen. Kannst gern mit einem Gurt üben. Bring die linke Hand zwischen die Schulterblätter von oben. Die rechte Hand sucht sich den linken Ellenbogen, zieht ihn mehr in die Mitte. Streck deinen rechten Arm zur Seite, dein Daumen schaut nach vorn. Du drehst ihn nach unten, hinten, Innenrotation. Rechte Hand sucht sich die linke Hand. Du kennst die Position, die hast du bereits geübt. Hol dir beide Schultern nach hinten, richte dich auf. Ganz entspannte Gesichtsmuskeln. Und jetzt gehst du einen Schritt weiter. Dein Rücken bleibt lang. Und du kippst Außenbecken ganz leicht nach vorn. Nach vorn, unten. Dein linker Ellenbogen zieht nach vorn, dein rechter nach hinten. Und je nachdem, wie weit das geht, zieh dein Kinn vor dein rechtes Knie. Atme. 3, 4 tiefe Atemzüge. In der nächsten Einatmung richte dich auf. Achtsam auflösen die Hände. Ich zeige dir jetzt noch eine schöne intensive Dehnung deiner Gesäßmuskulatur. Du drehst den ganzen Oberkörper nach rechts.
Dein linker Oberarm geht am rechten Oberschenkel vorbei. Und wenn du, ja, wenn du einfach gut gedehnt bist, kommst du schon fast auf die Unterarme. Muss nicht sein. Mach das, was geht. Schließ mal die Augen. Und schenk dir ein paar bewusste Atemzüge. Eine Einatmung, richte dich auf. Gib Gewicht über die Hände an den Boden ab. Drück die Hände in den Boden. Kannst jetzt dein Gesäß lösen. Und du übst jetzt die andere Seite. Linkes Knie vors rechte ziehen. Füße wieder weit auseinander, drück den Spann. Oberschenkel drehen nach innen, mach mal langsam. Du merkst, dein Gesäß zieht nach links. Schieb es mehr nach rechts und lande zwischen den Fersen. Arbeite gern mit Decke oder mit Block oder alternativ streck sein rechtes Bein nach vorn aus. Platziere beide Hände auf dein oberes Knie, auf das linke. Heb die Körperseiten an, Schultern ziehen nach hinten, unten. Tief durchatmen. Atme aus, öffne die Augen. Und bist du noch dabei? Es wird schön intensiv. Die rechte Hand geht zwischen die Schulterblätter, die linke Hand sucht sich den rechten Ellenbogen, kreiere Mitte. Schieb deinen linken Arm zur Seite, du drehst den Daumen nach vorn, unten, hinten, beug links und dann finden sich die Finger oder arbeite gern wieder mit einem Gurt. Bleib aufgerichtet. Atme neu ein. Mit einer Ausatmung gehst du nach vorn, unten. Dein Rücken bleibt lang, indem du den rechten Ellenbogen nach vorn ziehst, den linken nach hinten. Die Sitzbeinknochen schiebst du Richtung Boden ganz leicht auseinander. Du hast jetzt eine intensive Dehnung in deiner Gesäßmuskulatur. Dein unterer Rücken ist wunderbar weit. Das gibt die Entlastung für den Rücken, die du brauchst. Dann kannst du einatmen, nach oben kommen, löse auf, platziere die Hände zurück auf die Matte und schieb dich zum Ausgleich in den herabschauenden Hund zurück. Du merkst, wie leicht plötzlich alles geht. Heb mal das linke Bein gestreckt an zur Decke. Führ es wieder zurück, heb rechts an. Zurück, lauf in die Mitte deiner Matte, beug die Beine, setz dich bequem hin. Leicht erhöht auf eine Decke. Aufgerichtet. Die Hände legst du auf deine Knie, Oberschenkel ab, schließ die Augen. Die Schultern ziehen nach hinten, unten, die Ohren gehen genau über die Schultern. Bist in deiner körperlichen Mitte angekommen. Entspann die Gesichtsmuskeln. Ich schlage jetzt für dich die Klangschale noch einmal an und du kannst in den Ton der Klangschale hinein entspannen.
Lass die Augen geschlossen, bring die Hände vor deinem Herzen zueinander in das Anjali Mudra. Die Daumen berühren dein Herz. Bedanke dich bei dir selbst für die Übungspraxis. Möge Yoga dir helfen, dass du immer wieder mit dir und deinem Körper ganz achtsam und bewusst umgehst. Einen guten Kontakt zu deinem Körper entwickelst. Atme aus, öffne deine Augen. Vielen Dank, dass du dich auf diese Videosequenz eingelassen hast. Das ist für mich eine Übungssequenz, die viele Aspekte für mich beinhaltet. Schulteröffnung, Hüftöffnung, ein ruhiges, achtsames Üben. Mich würde mal noch interessieren, wie dir das mit der Klangschale am Ende gefällt. Also für mich ist es einfach nochmal schön, die Augen zu schließen und so einen kurzen Moment Einkehr zu halten, innere Ruhe zu erfahren. Und so ein Klang hilft mir da dabei. Wie ergeht es dir? Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Du kannst den Kanal hier oben abonnieren. Auf dieser Seite findest du das nächste Video, speziell um die Hüften zu öffnen. Und dann sehen wir uns wieder auf der Matte.